Rasgueado wird im andalusischen Dialekt oder im Flamenco-Jargon Rasgueo, Rajeo oder Rajeao ausgesprochen. Schon Kinder, die im Schabernack mit Papierkügelchen schießen, wissen, dass sie den Zeigefinger an der Daumeninnenfläche festklemmen müssen, um so die notwendige Spannung aufzubauen. Genau dies wird beim Rasgueo mit jedem Finger praktiziert. Beim Rasgueo wird der Daumen immer auf der tiefen E-Saite aufgelegt oder besser gesagt eingehakt. Dies bringt nicht nur den Vorteil, dass die Hand fixiert ist, sondern ist auch sehr entscheidend für die Tonproduktion und den Anschlag. Der perkussive Klang eines gut klingenden Rasgueos wird nicht durch eine extrem tief liegende Saitenlage erzielt. Der Daumen wird wieder auf 6 aufgelegt bzw. eingehakt und ist angewinkelt. Die Ausgangsstellung ist wie beim Einfinger-Rasgueo, die Finger A im Im Gegensatz zum Dreifinger-Rasgueo wird beim Vierfinger-Rasgueo die Spannung nicht am Daumen, sondern in der Handfläche aufgebaut. Die Hand wird zu einer Faust geballt und die Finger in die Handfläche eingeklemmt. Wenn ein kontinuierliches Rasgueo gespielt wird, das heißt auf die Abfolge A, M, I wieder ein Abschlag folgt, entsteht beim Schließen, also zwischen I und A, eine zeitliche Lücke. Diese Lücke ist auch durch noch so viel Übung nicht wegzukriegen, da es bei höherem Tempo zeitlich nicht möglich ist, den Spannungsaufbau am Daumen oder in der Handfläche zu wiederholen. Um dies zu umgehen, werden beim Zur